Schulterarthrose ist eine häufige Erkrankung des Schultergelenks. Das Kernsymptom der Schulterarthrose sind im Prinzip die Schmerzen. Und bei Schmerzen unterscheidet man ja zwischen Ruhe- und Bewegungsschmerzen. Und im Rahmen der Schulterarthrose spielen neben den Bewegungsschmerzen natürlich die Ruheschmerzen und da insbesondere auch die nächtlichen Schmerzen eine entscheidende Rolle. Bei der Schulterarthrose oder der Arthrose insgesamt spricht man von einem sogenannten Gelenkverschleiß. Was verschleißt dabei? In der Regel sind die Gelenke mit Knorpel überdeckt und der Knorpel ermöglicht aufgrund seiner Eigenschaften das schmerzlose Gleiten der jeweiligen Gelenkpartner im Gelenk. Beim Schulterverschleiß, bei der Arthrose, kommt es zu einem Knorpelschaden, zu einem großen Knorpelschaden, der dazu führt, dass die Gelenkpartner nicht mehr übereinander gleiten können, dass es zu Verhakungen kommt, dass es darüber hinaus zu einem größer werden des Knorpelschadens kommt, mit knöchernen Randanbauten im Bereich der Gelenke, die dann wiederum zu einer deutlichen Bewegungseinschränkung und zu dauerhaften Schmerzen führen. Schulterarthrose, insbesondere die fortgeschrittene Schulterarthrose, kann mit einer Endoprothese behandelt werden. Die Endoprothese ist ein Kunstgelenk. Bei den Kunstgelenken werden in der modernen Schulterendoprothetik beide Gelenkpartner, also sowohl die Gelenkpfanne als auch der Gelenkkopf, ersetzt. Bei der Schulter gibt es unterschiedliche Prothesendesigns. Man spricht von sogenannten anatomischen Prothesen und von inversen Prothesen, die in Abhängigkeit vom Verschleißgrad der sogenannten Muskelmanschette eingesetzt werden, damit eine bestmögliche Funktion und Beschwerdefreiheit am Ende der Operation für den Patienten gewährleistet ist.